Bonjour, meine sehr verehrten Damen und Herren Euden. Ich bin der Zahl und wir spielen Bioshock 2 Remastered. Immer noch, Gott sei Dank. Erst seit kurzem eigentlich. In der letzten Folge lief hier vorne, wo wir den, ich sage immer den Cursor irgendwie, das Fadenkreuz haben, lief ein Schatten um die Ecke. Und ihm folgen wir. Können wir das? Nee, wir haben nichts mit Wasser. Wo bist du? Oh. Oh. Wow. Hey. Macht er das nicht auch? Ja, macht er für uns. Sehr gut. Können wir uns halt ein bisschen Munition noch sparen. Andrew Ryan ist tot. Aber der Tyrann steckt in uns allen. Denkt daran. Wir lehnen das Gen ab. Wir lehnen das Ich ab. Wir lehnen den Tyrannen ab. Okay, wir sind gegen alles. Ich habe verstanden. Wir sind einfach gegen alles. Ist das ein Rätsel? Wird es Rätsel geben in diesem Spiel? Das gute Hubwagen. Okay, diese Kisten können wir auch hier nicht knacken. Sicher. Nee, das war nur sie. Ja, Sicherheitsbot, alles klar. Den kennen wir. Medi-Station heilen für 15 Dollar oder. Komm, das Hacken, das probieren wir mal aus. OMS. Was ist. Was? Nein! Oh Gott! Was ist UMS? Hacken erfolgreich. Ich habe jetzt direkt mal blau genommen. In weiser Voraussicht, hoffe ich. Gehackte Medi-Stationen kosten nicht weniger und schaden Gegnern, die versuchen sie zu benutzen. Ah, sie schaden. Aha! Das ist gut. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, erhältst du gratis einen Verbandskratzen. Boah! Halleluja! Das ist ja richtig gut. Wir haben jetzt schon 101 Dollar. Ich bin sehr gespannt, wie hier der Kurs steht, sozusagen. Ja, also wie. Okay, und das Leuchten sagt uns, er ist auf unserer Seite. Das grüne Leuchten. Ich bin sehr gespannt, wie der Wechselkurs hier ist. Also, was wir hier kriegen fürs Geld. Ah, wir haben jetzt maximalen Nieten, 60 Stück, alles klar. Weißt du uns etwa ein bisschen den Weg? Sicherheitsroboter? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Hier was? Nee. Ach, wir müssen hier lang. Ziemlich sicher. Jetzt ist der Kompass auf einmal nicht mehr da. Oh. Ich hätte bitte gerne Licht. Bitte bleiben Sie dran. Ich kenne dich. Das Symbol auf deiner Hand heißt, du bist ein toter Mann. 10 Jahre ist es jetzt her, Delta. Oh. Seit du dir eine Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt hast. Oh. Aber nur Mut. Aus deinem Schmerz erblühte das Paradies. Ich weiß nicht, wie du überlebt hast, aber dein Leid hat ein Ende. Diese Männer werden dich von allem erlösen. Bitte versteh, wie alles, was ich tue, dies ist ein Akt der Liebe. 10 Jahre. Sophia Lamb, sie hat dich gefunden. Das war wirklich. Wow, was? Nein! Nein! Wir sind fucking hilflos hier! Durchsuche Leichen nach Beute.
wissen wir? Was zum Teufel? Es ist jetzt aber doch so ein bisschen, so ein bisschen, nein, du findest jetzt die, Tannenbaum nicht. Puh, oh. Der liegt hier schon eine Weile. Aber eine ganze Weile. Jetzt kennst du unseren gemeinsamen Feind, Sophia Lamp. Durch die Kamera in deinem Helm kann ich alles mit deinen Augen sehen. So kann ich dir helfen, gegen sie zu kämpfen. Na, ich würde dich gerne treffen, Schätzelein. Oder du erzählst uns einfach, was Sache ist. Puh. Dann hast du ja gesagt, ja, erzählt sie dann. Erzählst du dann, wenn wir uns treffen. Aber wir müssen uns ja gar nicht treffen. Erzähl einfach so. Okay, Peter Chamber brauchen wir noch nicht. Vorsicht! Die Sicherheitskameras gehören Lamp. Aber wenn du clever bist, können sie dir nützlich sein. Probiert doch mir mal. Wer zum Henker ist da? Mit Blau. Geil. Das Hacksystem ist saugeil. Nicht dieses Drücken im richtigen Augenblick. Das ist ja, ganz nett. Aber die Hackpfeile ist eine geile, ist eine sehr, sehr geile Idee. Gehackte Kameras arbeiten für dich und alarmieren Sicherheitsbots per Feindkontakt. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, dauert dir freundlicher Alarm länger. Hihihihi. Voll gut. Alles doch mal aus. Ich mach hier aus diese Regeln. Headshot, Bitch. Oh. Wow, 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 wow. Für den bitte nicht den Big Daddy angreifen. Und Moment mal, wir haben eine Kamera gehackt mit Blau. Warum reagiert die nicht? Okay, die sind nicht im richtigen, die sind nicht vor die Linse gelaufen. So muss ich das formulieren. Hackpfeil, Hackpfeil. So geil einfach. Das ist eine Wahnsinnswaffe. Die Hackwaffe ist der Burner. So, 60 haben wir voll. Die ist der Hammer. Wirklich. Finde ich richtig, richtig gut. Haben wir den Tisch noch gar nicht durchsucht? Das Regal. Tisch. Was ist das? Was steht denn da? Tisch. Okay, nein. Brauchen wir nicht. So. Oh. Bot Shutdown. Ah, das lohnt sich. Alles klar, ja. Weiß ich schon Bescheid. Das ist, wenn man Alarm auslöst, diese Geschichte. Bandskasten. Wenn man Alarm auslöst, kommen ja eigentlich Bots. Sardinen, ah. Kommen eigentlich Bots, so wie jetzt diese Sicherheitsdrohne, die auf unserer Seite ist. Und greifen uns für die Dauer des Alarms, des ausgelösten Alarms an. Und hier kann man diesen Alarm abschalten. Und somit auch diese Sicherheitsbots kommen. Was? Wir kriegen ein Geschenk. Komm, ich will nochmal auf die Karte gucken. Es ging ja hier los. Ach, da sind wir hier abgestürzt und da geht's weiter, okay. Oh. Vater, ich bin es, Eleanor. Ich weiß, du bist wach da drin. Ich spüre es. Mutter kann nicht noch einmal ihr grausames Spiel mit dir treiben. Nie mehr. Dieses Plasmid ist für dich. Wenn ich mich nicht irre, kannst du es jetzt verwenden. Bitte, komm mich suchen. Ist Lamp unsere Frau? Oder ist Eleanor unsere Tochter und Lamp hat sie halt sozusagen
naja, zu ihrem so Sklaven-Little-Sister-Mädchen, wisst ihr, was ich meine? Telekinese. Neues Plasmid, Telekinese. Hebe große Objekte allein mit der Kraft deiner Gedanken auf und wirf sie auf deinen Gegner. Was muss man sonst noch wissen? Telekinese. Zieht ein Objekt zu dir und schleudert es weg, auch feindliche Granaten. Auch gut, um Objekte als Schild zu halten oder Unerreichbares zu greifen. Das kommt auf den leeren Slot. Ah. Bewerfen Sie den Gegner mit Objekten. Sie können sogar Granaten abfangen und zurückwerfen. Evolve Today. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um ein Objekt per Telekinese aufzuheben und die rechte wieder loslassen, um es zu werfen. Das ist sehr ähnlich. Moment mal, aber wie können wir die Dinger durchschalten? Mausrädchen, Waffen durchschalten. Mit Q und E. Alles klar. Ah, soll ich das auf die Maus legen? Nee, passt schon. Das passt schon. Waffen hier, die Dinger da. Ja, damit komme ich klar. Wie war denn das im... Ah, da haben wir mit der rechten Maus... Da, ich verstehe. Da gab es ja diese... Dieses Auswahlmenü. Das fand ich aber eigentlich ganz gut, weil man da immer so ein bisschen taktischen Vorteil hatte. Rohrpoststeuerung. An. Hup. Hup. Ja? Nee. So, haben wir getrainiert, haben wir geübt. Nee, wir verhauen, ja, obwohl wir können es verhauen. Also hier das Eve verhauen, raushauen. Weil, naja, weil wir es können. Ah, natürlich, weil wir eh nur maximal 5 mitnehmen können. Und hier liegt das 5. schon. Was passiert da? Kommen wir jetzt aber nicht hin, da müssen wir außen rum. Ich muss bei Telekinese, ehrlich gestanden, öfter mal an 3 Telekinesen mit dem Kontrabass denken. Ja, 3 Telekinesen mit dem Kontrabass sitzen an der Straße und bewegen sich was. Und wenn in meiner Gruppe kommt, bah, der hat einen Granatenschlag drauf. Die sind noch nicht. Sollte man bei solchen Explosionen nicht eigentlich draufgehen? Also ich meine richtig draufgehen. Wisst schon, was ich meine. Also sterben halt. Das waren jetzt 3 Explosionen. Undankbares Pack. Ohne mich gäbe es kein Rapture. Der Atlantic Express war von Anfang an die Lebensader dieser Stadt. Ryan hat seine erste große Stadtrundfahrt in meinem Prachtwaggon unternommen. Dann kam die private Tauchkugel groß in Mode. Innerhalb eines Monats waren meine Bahnhöfe verwaist. Die Stadt wuchs und schob den Atlantic Express aufs Abstellgleis. Okidoki. Alles kapiert. Mann, es ist gut, es ist so gut, aber es ist echt so gut. Mir gefällt es jetzt schon echt so gut. Die Erinnerung am Heckautomatismus da, an der Heckmechanik, finde ich super. Weiß ich nicht, es fühlt sich einfach gut an. Es fühlt sich richtig gut an. Nein, nein, ich brauche keinen Tipp. Schon eine Ahnung, wo es lang geht. Möchte da aber noch nicht hin. Ihr kennt mich. Ihr wisst das.
dass ich da nicht gleich hin möchte. Weil wir hier alles mitnehmen müssen, Freunde. Alles, was es mitzunehmen gibt, alles, was es zu sehen gibt. Ja, ja, so ist das. Aber ich, Fischwasser. Frischwasser. Diese Menschen sind süchtig nach irgendeiner genetischen Wunderdroge namens Adam. Ich habe das Wort Splice. Ja, Sophia Lamperts, die Splicer auf dich. Die meisten Big Daddies sind wie Sklaven für sie. Sie bewachen die Kleinen. Aber dich hat jemand aufgeweckt. Irgendwie schon. Irgendwie schon. Okay, alles klar. Na, dann gehen wir einen längeren Weg hier außen rum, damit wir wirklich alles mitnehmen können. Warum so wenige Leichen? Das sollten sich eigentlich vier. Ne, es waren schon drei. Gerade ein bisschen ruhig, ne? Ich bin halt echt, ich überwältige das schon ziemlich. Ich finde das richtig, richtig gut. Richtig gut. Das macht mich auch tatsächlich ein bisschen sprachlos, so insgesamt. Ich, also nicht sprachlos, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ich möchte auch einfach die Atmosphäre nicht kaputt machen, weil die so gut ist. Weiß ist nicht schwarz, Dr. Lamb. Unten ist nicht oben und Stroh ist kein Gold. Sehen Sie sich um. Rapture ist kein Wunder. Es ist ein Produkt des Verstandes und der Logik. Unmöglich, wenn 1 und 1 nicht 2 ergibt und A nicht gleich A ist. Und doch, für sich alleine ist jeder Mensch ein Gefangener seiner Vorurteile, Träume, Wahnvorstellungen oder der Phantomschmerz amputierter Gliedmaßen. Für den Einzelnen sind sie vollkommen real. Realität ist Konsens. Und die Menschen verlieren ihren Glauben. Gehen Sie mal spazieren, Andrew. Es regnet in Rapture. Und Sie haben einfach beschlossen, es nicht zu bemerken. Wow, 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 hier ist ja... Wow, wow, wow. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Puh. Ehrlich gesagt hätte ich gerne... so viele Energiepunkte wie die Big Daddies im ersten Teil. Oh Gott. Jetzt habe ich mal richtig gut verkackt hier mit dem Explosivum. Ja, naja, aber. So, das Tor ist jetzt auf. Schade, dass da der Tipp da stand. Ich weiß um deine Bindung an Eleanor Delta. Um dich selbst zu retten, willst du zu ihr. Aber Eleanor hat eine Bestimmung. Und du kommst darin nicht vor. Im Paradies ist kein Platz für dich. Ah, okay, Leiche. Sardinen. Und das ist der erste Verkaufsautomat. Und blau. Bam! Hacken erfolgreich. Gehackte Verkaufsautomaten haben mehr Objekte und niedrigere Preise. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, bekommst du einen Gegenstand gratis. Yeah. Cool. Das Blaue lohnt sich. Willkommen im Zirkus der Werte. 24 für einen Verbandskasten. Ich glaube, die Preise sind sogar recht gleich. Ah, hier steht gleich schon dabei. Sehr gut.
Wie viele Verbandskästen haben wir? 3. Einen kaufen wir. Ich glaube, die Preise sind recht ähnlich, aber wir haben mehr Geld. Ich glaube, das wird der feine Unterschied sein. 137 jetzt schon. Wir sind gut bedient, was Munition angeht. Wir sind gut bedient, was hier die andere Geschichte angeht. Hier Eve und so. Und Verbandskästen. Wir müssen vermutlich da hoch. Die ganzen kleinen Details, diese ganzen runterrollenden Würfelchen und da ein bisschen was, da ein bisschen was. Das ist halt wahnsinnig gut. Das lässt halt die Welt eigentlich leben. Das ist wirklich richtig wichtig. In der ethischen Psychiatrie müssen wir die Rolle der Evolution bedenken. Depressionen, Panikattacken, sexuelle Störungen. Alles Reaktionen auf den uralten Druck der natürlichen Auslese. Das Ironische ist, genau dieser Theorie wegen haben Ryans Leute mich hierher eingeladen. Sie missverstehen meine Studien der Naturgesetze als Verherrlichung des Faustrechts. Denk immer daran, Eleanor. Man muss die Bestie kennen, bevor man sie töten kann. Münzen 46, Münzen 48. Man muss die Bestie kennen. Auch Bahnwerkstatt 7b. 6b. Gott, warum habe ich jetzt 7 gesagt? Das ist immer noch dieselbe Leiche. Alles klar. Wir wissen, wo es lang geht. Das wissen wir sehr, sehr gut. Da nehme ich, wo die Würfel herkamen. Ach, das ist ja auch geil. Ich glaube, sowas habe ich nämlich. Habe ich sowas im Spiel schon mal gesehen? So eine Art überlaufenden Gully, wo es rausströmt? Ich glaube nicht. Ich glaube echt nicht. Ich meine, ich weiß, so Details interessieren die meisten gar nicht. Aber ich finde sowas saugut, richtig gut und wichtig. So, bevor ich mich jetzt also nochmal irgendwie 5 Minuten darin verliere, um die Grafik des Spiels und die Einzelheiten und Details zu loben, mache ich Schluss und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge Bioshock 2 Remastered mit mir, dem Zahle. Jawohl, so ist das. Danke fürs Zusehen. Ciao. Servus.